Neues aus Glashütte. Bruno Söhnle, Turin Automatik in hellgrün. Guckt euch bitte mal die Farbe an, ey. Wahnsinn, Wahnsinn. Gibt's auch noch ein bisschen dezenter für den Business Dress? Das gucken wir uns gleich mal genauer an. Unboxing, schön im Makro, schön am Handgelenk. Wie macht sich die Uhr? Wie hat sie sich geschlagen? Viel Spaß dabei. Hi, hier ist wieder Dave von Watch David. Schön, dass ihr wieder da seid. Ich habe heute wieder was richtig Cooles mitgebracht. Und zwar vom Bruno Söhnle Glashütte. Die schöne Turin in hellgrün. Wie kommt man denn bitte auf so eine Farbe? Und zwar war man auf vielen Endkundenmessen und hatte die Turin 2 bisher nur als Quarzvariante. Die Anforderungen der Kunden waren aber, mach doch bitte mal eine Automatikversion. Und schon kamen diese zwei Uhren raus, die es in Summe in 4 Farben geben wird, beziehungsweise gibt. Und wir beschäftigen uns heute primär um die hellgrüne, weil die macht ja wohl einfach nur BÄM. Das sieht doch echt stark aus, oder? Also ich habe so eine Farbe vorher noch nicht gesehen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber an dem Stahlband macht die sich natürlich richtig gut. Was sagt ihr denn? 39,5 mm. Das Schöne ist eben, wir sind hier schon unisex-mäßig unterwegs und die Uhr könnte auch eine Dame bzw. Frau tragen. Das finde ich schon sehr, sehr cool. Wie sie sich an meinem Handgelenk macht, das gucken wir uns gleich an. Hier sehen wir schön das Hellbeige, die die Corporate Identity Farben von Bruno Söhnle wieder aufgreift. Die ist schön dezent, die finde ich auch sehr stark. Die Referenz bei diesem Stück ist die 17-122-30. 842 und die grüne hat statt 842 440. Wir haben schon viele grüne Uhren gesehen, da sind wir uns alle einig. Aber so ein helles Grün habe ich so noch nicht gesehen, nicht bei so einer Automatik-Variante. Das sticht schon sehr heraus und ja, ist meiner Meinung nach ein richtig kluger Schachzug, weil mit der Uhr kann man richtig schön werben gehen, schön auf die Hausmessen. Denn wenn ihr die jetzt im Schaufenster vorstellt beim Juwelier und geht da dran vorbei, welche Uhr wird wohl am meisten rausstechen? Das ist ganz klar die. Oder seid ihr da anderer Meinung? Und so ist es wohl auch auf den Uhrenmessen tatsächlich, wo auch die Endkunden unterwegs sind. Die Uhr schafft es in ganz, ganz viele Hände, weil jeder diese Uhr irgendwie sich mal angucken will und an den Arm machen will. Apropos Arm. So sehen die 39,5 am Handgelenk aus. 17 cm, wie ihr wisst. Ja, sie macht halt eine super Figur, finde ich. Also kleine Größen sind ja immer mehr gefragt. Ich finde sie super sexy. Das ist so eine richtige Bam-Uhr. Selbst jetzt für den Herbst leuchtet sie nochmal, bevor es dann die dunkle Jahreszeit richtig einläutet. Also ich finde es mega. Kann ich nicht anders sagen. Hier gucken wir uns nochmal die anderen Farben an, die es auch gibt. Wesentlich stilvoller kommt natürlich die beige Variante daher, ne? Ganz klar. Sieht halt sehr schick aus, ne? Aber die Größe finde ich cool, 39,5. Dadurch, dass hier keine Lünette ist, wirkt sie ein bisschen größer, aber da der Rand dunkel ist, zumindest bei der beigen Variante, wirkt diese noch ein bisschen kleiner. Wenn wir das jetzt hier nochmal direkt vergleichen, die wirkt ein bisschen größer. Knallt halt auch mehr rein von der Farbe, aber sie hat auch keinen dunklen Rand. Schöne Größe, wie ich finde. Boah, und die leuchtet. Ich weiß gar nicht, ob das so in dem Video rüberkommt. Ihr müsst euch die Uhr beim Original angucken. Wenn Bruno Söhnle Glashütte irgendwo auf einer Kundenmesse ist, wo ihr auch seid, guckt euch die Uhr beim Original an. Also die Farbe, die ist schon echt der Knaller. Also das muss ich wirklich sagen. Schöne, schlanke 11,8 mm haben wir in der Höhe. Und wir haben nur 137 Gramm inklusive Stahlband. Schön auch Edelstahl, mal satiniert, mal hochglänzend. Das Lichtspiel kann seinen Lauf nehmen. Das findet sich auch dann in dem Armband wieder. Je nach Lichteinfall. Schattenlicht, glänzend, matt.
Das ist schon sehr nice, muss ich sagen. Gefällt mir ausgesprochen gut. Die Turin-Automatik kommt mit einer klassischen Faltschließe daher. Gucken wir uns gleich nochmal von oben an. Und hier können wir mal den ersten Blick aufs Uhrwerk erhaschen. Wir haben ja auf jeden Fall ein richtig schönes, großes Sichtfenster. Wir haben hier einen richtig schönen Blick auf das Atelierkaliber, wie Bruno Söhnle es selber nennt. Als Basis haben wir ein veredeltes Cellita SW200-1, was wiederum baugleich mit dem ETA 2824 ist, welches ja weltweit das Uhrwerk schlechthin ist. Bruno Söhnle nennt das Atelierkaliber BS175. Voll aufgezogen schafft es das Kaliber 38 Stunden. Unboxing Time! Hier sehen wir die Verpackung, schön klein und übersichtlich. Finde ich sehr gut. Hier die Anleitung, wie vorhin schon kurz reingeschaut. Sehr schöne Haptik, gefällt mir auch sehr gut. Hier drin jetzt die eigentliche Uhrenverpackung, muss man rauskippen. So, und dann kann ich die hier schön aufklappen. Plupp. Und hier ist praktisch nochmal so ein, ja, so ein ganz schöner Stoff, der hier super als Deckel fungiert. Und da sehen wir dann auch schon die Uhr. Ich hatte die Uhr natürlich schon draußen. Die ist normalerweise in Folie eingepackt und natürlich komplett verklebt. Hier sehen wir jetzt die schöne hellgrüne im Detail. Sehr nice, ne? Schön mit dem Datum bei 3 Uhr. Ja, die Zifferblattfarbe rockt halt einfach, ne? Edelstahl, 39,5 mm Durchmesser, wie gesagt, 11,8 mm Höhe, verschraubte Krone, 137 Gramm leicht, 10 Bar Wasserdichtigkeit, Leuchtmasse haben wir auch, gucken wir uns gleich auch nochmal an, Saphirglas innen entspiegelt, Schließe mit Sicherheitsverschluss und 20 mm Bandanstoß. Jetzt nochmal die Uhr von oben am Handgelenk. Ja, die macht halt eine super Figur, ne? 17 cm Handgelenksumfang habe ich. Guck mal. Die knallt halt, ne? Das ist schon sehr nice. Richtig nice. Also ich stehe auf sowas. Und hier jetzt mal ein Blick auf das Atelierkaliber BS175 beziehungsweise das Cellita SW200-1. Die Schrauben sind gebläut. Bei 280 Grad thermisch gebläut, Räderwerkbrücke, schönes Kaliber. Ich liebe ja das SW200. Hier jetzt nochmal beide im Vergleich, hellgrün versus beige. Ja, die hellgrüne wirkt nochmal eine Ecke größer, ne? Dadurch, dass die beige eben den dunklen Rand hat. Perfekte Unisex-Uhren, wie ich finde. Ich würde mir, glaube ich, beide holen. Ah, nee, ich bleib dabei. Ich würde mir die grüne holen. Die hier. Auch wenn die beige versucht, jetzt hier ins Bild zu kommen. Nein, grün. Ja, hier ist nochmal die beige im Detail. Die sieht halt auch sehr nice aus, ne? Und hier die beige von oben am Handgelenk. Die macht halt auch eine super Figur. Schön zum weißen Hemd. Ne? Sieht halt stark aus. Gefällt mir. Schön zum Business. Dress, schön zum Anzug. Da macht die richtig gut was her. Sehr, sehr schön. So, hier sehen wir jetzt schön den Lumen bei der grünen und hier schön bei der beigen. Es handelt sich hierbei ja um eine Dresswatch. Der Sekundenzeiger hat kein Lumen, finde ich jetzt aber auch nicht so schlimm. Wir sind ja jetzt hier nicht im Taucher-Genre unterwegs. Mein Fazit. Ja, guckt euch die Uhr einfach mal an. Schön knallig bunt in dem hellgrünen, was ich wirklich optisch echt ein Highlight finde. Habe ich, wie gesagt, so noch nie gesehen. Und auch schön an dem feingliedrigen Armband. Das Lichtspiel kann seinen Lauf nehmen. Sehr, sehr nice. Ja, oder ein bisschen schicker. Die beige Variante, ja, finde ich auch super. Also, ja,
Ich würde wahrscheinlich zu der hellgrünen tendieren, weil man damit einfach mehr auffällt. Ich bin ja gerne weg vom Mainstream und die hellgrüne ist absolut weg vom Mainstream, das kann ich euch sagen. Gerade in der Verbindung zu Bruno Söhne Glashütte, da muss man erstmal zweimal hingucken und sich überlegen, hä, ist das echt eine Bruno Söhne? Ja, ist es. Was sagt ihr denn dazu? Welche wäre denn euer Favorit? Würdet ihr euch auch die hellgrüne zutrauen und tragen? Ich bin gespannt auf eure Meinung. Habt ihr auch so eine coole hellgrüne Uhr? Oder vielleicht in einer anderen dezenten Farbe am Handgelenk? Das würde mich mal interessieren. Freue mich, wenn ihr die mal unter watchdavid.de hochladet. Ich bin gespannt, was ihr alles am Arm habt. Also, bis dahin, ich wünsche euch was und wir sehen uns im nächsten Video. Daumen nach oben nicht vergessen und ein Abo. Bis dahin, macht's gut, ne? Ciao.